Ich habe eine noch eingeschweißte Kassette. Ich habe ein Vierspur-Porta-Studio und ich habe ein digitales Hallgerät. Alles Sachen, für die ich Ende der 80er wahrscheinlich mein linkes Bein gegeben hätte. Aber kann man damit eigentlich heutzutage auch noch vernünftig Musik aufnehmen? Und wenn ja, wie klingt das wohl? Finden wir es heraus. Jetzt. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Kann man mit antiquiertem Equipment eigentlich vernünftige Aufnahmen machen heutzutage? Das finden wir heute mal heraus, indem wir auf Equipment aufnehmen, das Anfang der 1990er wirklich State of the Art im Heimstudio gewesen ist, aber heute vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber warum soll es schlecht sein? Damals war es ja auch okay, wir haben vernünftige Aufnahmen damit gemacht, zumindest erinnere ich mich daran. Wir nehmen heute auf dem Porta Studio 424 Mark II von Tascam. Dafür, ich habe es gerade schon im Intro gesagt, hätten wir uns damals beinahe das Bein abgehackt, wenn wir daran gekommen wären. Ein Freund von mir hatte das tatsächlich. Und wir haben unsere Punkband damit aufgenommen. Wir haben hier vier Kanäle, die wir hier aufnehmen können. Wir haben hier doppelte Bandgeschwindigkeit beim Mark II, die man abspielen kann. Und wir haben sogar eine DBX-Rauschunterdrückung eingebaut, sodass hier nicht das Mega-Rauschen eingefahren wird, obwohl wir mit Band aufnehmen. Aber das verspricht auf jeden Fall gute Aufnahmen. Vier Kanäle, wie gesagt, mit Klangregelung und auch einem Effektweg. Und man kann auch hier Panorama regeln und so weiter. Und über den Effektweg habe ich hier ein Alesis MIDI-Verb 4 eingebunden, das es damals, glaube ich, noch gar nicht gab oder zumindest nicht bezahlbar. Aber ich habe es hier rumstehen gehabt, also nehmen wir das einfach mal für den Geschmack dazu und habe das hier eingebunden, denn dann können wir das gleich im Mix noch ein bisschen schöner gestalten. Ich werde ja jetzt gleich nicht nur aufnehmen, sondern ich werde auch hinterher auf dem Tascam Porta Studio mischen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und um das ganze Stil echt auch einzufangen, habe ich mir hier drei Mikrofone hingestellt, die auch aus der Zeit damals stammen. Das sind dynamische Mikrofone, falls du dich fragst, warum dynamische Mikrofone, ganz einfach. Das Tascam Porta Studio hat keine Phantomspeisung, die man einspielen kann, also muss ich dynamische Mikrofone nehmen und habe mir da ein paar Klassiker ausgesucht. Einmal das M3500 hier von Revox, baugleich mit dem Beyer Dynamic M201. Zumindest sagt man, dass es baugleich ist, aber ich habe sie günstig geschossen. Sie klingen nahezu identisch, ein bisschen dunkler als das M201, mein Eindruck, aber auf jeden Fall fantastisch, vor allem für Akustikgitarre, was wir gleich aufnehmen. Und dann den Klassiker hier am Gesang, das MD441 von Sennheiser. Das soll mein Gesang jetzt gleich aufnehmen. Ich habe noch einen Popfilter davor gemacht, damit ich keine Windgeräusche einfange. Aber damit ist die Aufnahme bestens vorbereitet. Ich schnappe mir meine Gitarre und was ich jetzt noch brauche, ist eine Kassette. Aufnahme ist im Kasten, die Kassette ist zurückgespult und für den Mix tausche ich jetzt erstmal meinen HD25 aus gegen einen Kopfhörer, mit dem man auch mischen kann. Das ist in diesem Fall der HD650 von Sennheiser. Den gab es damals noch nicht, aber warum nicht auch in Luxus schwelgen? Den HD650 für den Mix. Und damit wir jetzt mischen können, muss ich jetzt erstmal alle Spuren hier auf Safe stellen, damit wir nicht aus Versehen doch noch irgendwas überspielen. Und dann hier von Mikrofoneingang auf Tape, sodass wir die Tapes hören. Ich ziehe mal alle Fader runter. Und du siehst, ich ziehe alle vier Fader runter, denn ich habe hier auch noch eine weitere Aufnahme gemacht. Wir haben also nicht nur die Hauptgitarre aufgenommen mit dem Gesang zusammen. Die habe ich hier auf Kanal 1. Das ist hier das linke Mikrofon, von dir aus gesehen rechts. Dann haben wir hier auf Kanal 3 das Vocal und da auf Kanal 4 das rechte, von dir aus gesehen linke Mikrofon, was auf den Körper gezeigt hat. Und ich habe noch eine weitere Spur aufgenommen, hier nachträglich. Throw my ticket out the window.
Hier nachträglich, um nochmal eine Gitarre hier in die Mitte reinmischen zu können. Jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie sich der Mix entwickelt. Kassette ist wie gesagt zurückgespult und jetzt mische ich einfach mal. Du kannst mir ja mal dazu schauen und zu hören vor allem, was dabei rauskommt. Ich schiebe mal als erstes hier, Nummer 3 ist der Hauptvocal. Den schiebe ich mal hoch und höre einfach mal, was passiert. Viel Spaß beim Live-Mix hier quasi am Tascam Porta Studio. Muss erst mal warten. Ich habe ja am Anfang noch nicht gesungen. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore, 'cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight, when I'll be staying here with you. Is it really any wonder a love that a stranger might receive? You cast your spell and I went under, and I find it so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat, 'cause tonight I'll be staying here with you. 'Cause tonight I'll be staying here with you. 'Cause tonight I'll be staying here with you. Wahnsinn, das ging wirklich rucki-zucki, irgendwie ein bisschen Hall reingedreht, ein bisschen Höhen, ein bisschen Bässe raus oder rein und die Gitarren links und rechts im Panorama, die zweite Gitarre dort dazugeschoben und schon war der Mix fertig. Wahnsinn, so schnell kann das gehen hier, eine vernünftige Aufnahme gemacht mit dem Tascam und vor allem auch vernünftig abgemischt, wenn man das mal so nennen möchte. Den ganzen Song kannst du dir auf jeden Fall in meinem Soundcloud-Account nochmal anhören. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, Test bestanden. Wir können auf jeden Fall mit diesem Equipment wunderbar aufnehmen, zumindest solange wir uns im Bereich Singer-Songwriter bewegen. Vielleicht sollte man das auch mal mit einer ganzen Band machen. Das schreibe ich mir mal in die To-Do-Liste rein. Und falls du dich jetzt noch dafür interessierst, wie du einen kompletten Song von vorne bis hinten abmischen kannst und also wie du mir dabei zuschauen kannst, wie ich einen kompletten Song von vorne bis hinten abmische, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassou!